Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen. Tag 7 heute. Wir fahren heute Richtung Oslo. Es wird sehr, sehr geil. Wir haben heute Big Stuff geplant. Dieser nette Mann auf dem Fahrersitz wird mir heute die Haare schneiden. Beziehungsweise genauer gesagt, haben wir sozusagen gestern habe ich die Wette verloren. Sozusagen. Sorry. Dominik hat gesagt, wenn ich 20k Subs hitte, muss ich mir Blitze von ihm reinrasieren lassen. Das machen wir heute. Und wir fahren heute quasi Richtung Oslo, was ich gerade schon meinte. Das heißt, wir werden irgendwo in die Wildnis heute fahren. Wir machen nicht den kompletten Weg. Wir gehen jetzt erstmal noch dick einkaufen, bevor wir uns auf den Roadtrip machen. Weil wir brauchen noch ein bisschen Food. Denn wir sind hier unfassbar verhungert. Ey, lass mal einen Tag Sport machen alle zusammen. Morgen oder übermorgen machen wir alle zusammen Sport. Morgensport, gehen wir alle joggen. Ja, Mann, geil. Ja. Safe, Mann. Das ist geil, Mann. Hey, habt ihr keinen Bock? Lass lieber in den Gym. Ja, oder Gym, genau. Was, ich joggen? Bin ich ein fucking Pussy oder was? Ja, okay, sorry dann. Dann tut's mir mal wieder leid. Hast du Bock? Der Check-in? Ja, oh, ja, ja. Der Check-in machen, oder? Yeah, we just fill up our water and then we're coming to you in the reception. Ja, okay. Yeah, we have to pay and stuff, right? Ja. Okay, okay. Ja, easy. Ja, I wasn't sure if we already did this. Okay. Scheiße, Mann. Scheiße, unser Scam ist aufgefallen. Fuck. Er ist auf die Schliche gekommen. Scheiße. Ey. Dominik meinte heute früh, wir sollten einfach fahren. Fucking Packmas. Packmas, rein in die Karre. Ja. Steigt schon mal ein. Ich mach noch schnell das Gas zu, dass wir nicht alle in die Luft fliegen. Hier. Geil. Trucker Cap. Trucker. Hey, Freunde, machen wir uns mal auf zum ersten Supermarkt. Endlich geht's weiter. Mach sofort. Hier sind Enten, hier sind Enten. Weiß keiner, wer der süße Typ. Schau, wie süß die sind, Miguel. Okay, mal, er flext noch mit seinem blauen Flügel. Guck mal, da rechts sind gerade zwei so ein bisschen am Flirten da, die oh, beiden. Oh, shit. Die machen Spaziergang, oh, er zeigt so seine Crib. Oh, okay, sie will aber gehen. Oh, nein! 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 Oh, nein, der Arme. Was ist? Oh, sie ist gedippt. Wirklich? Sie ist gedippt. Boah, wir machen jetzt so einen richtig fetten Einkauf, Digga. Einen richtigen Männer-Einkauf. Was auch ein richtig großer Markt. Ey, sollen wir so eins mitnehmen? Wie viel kostet das? Holy shit. Ist schon witzig. Wie teuer ist es? 4 Euro. Komm. Ja, rein. Ist Content. Das hältst du mal ab. Frag, Bro. Euer Ernst, Ananasaft für Tequila oder vielleicht doch zur geschmacklichen Optimierung eures Spermas. Startet die Kampfshot-Party noch vor der Kamera oder alle erst später? Oh Gott, Bro. Wir werden uns nicht voll jizzen gegenseitig, Digga. Also hatten wir nicht geplant. Also, vielleicht passiert es aus Versehen. Ich sag mal, also vom Ding her, ne? Holy shit. Gottlose Bänge. Wir machen heute Nudeln mit Tomatensauce und veganen Pitbulla drin. Ich glaube, das wird glaube ich, richtig geil. Oha, guck mal, die sind doch auch süß. Willst du das auch so gern punchen wie ich? Was willst du? Punchen, das Gesicht. Der sieht aus wie Hugo. Nein, das war ein Hugo Faker. So. Mama, was machen die da? Ist das ehrenlos. Hier ist kurz der Beweis, dass ich 1,78 Meter okay, wir können sie, ja, mit Schuhen. 1,78. Boom. Sinne. Auf meinem Ausweis sogar 1,79. Dieser Einkauf ist so ehrenlos, Mann. Das ist so eine richtige Jungs-WG. Ja, ich finde, es geht voll klar. Wir haben echt Gemüse und Obst. Ja, okay, fair. Das ist schon crazy, eigentlich. Boah. Heute wird gefressen. Dann können wir nirgendwo scheißen gehen. Ja. Oh. Dann scheißen wir schön rein in den. Was? Junge. Unsere Karre wurde angeschissen. Hä? Ente. Von Enten? Ich glaube, das war der Typ, dessen Date wir beleidigt haben. Oh, der war nein, sauer. Nein. Riechst du gerade an der Scheiße? Ich riech da nichts. Könnt ihr da was riechen? Ich riech nichts. Ich weiß nicht, ob meine Nase kaputt ist. Für später. Für morgen. Oh, du kleiner Nuttenbengel. Was ist passiert? Oh, Digga, das ist hier so. Und dann habe ich hier so meinen Finger eingeklemmt und bin abgerutscht. Oh nein, oh Manni. Tut's weh. Oh Manni. Kühlschrank. Ja, perfekt. Schön aufs Pop dran drauf. Geil. Sehr, 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 sehr stark. Gut gemacht. Alright. Gehen wir los. Geh mal. Hat's nicht funktioniert? Was? Oh mein Gott, das war der größte Fehlkauf auf Erden. Habt ihr das Furzkissen drunter gemacht? Digga, und das hat nicht funktioniert. Das ist ja der beschissenste Kauf, den wir je getätigt haben. Boah, das macht nicht. Digga. Was ein verschwendeter Kauf. Alter, nee, Mann. Ey Jungs, ich will wirklich nicht der sein, aber je früher wir losfahren, desto geiler ist uns Timetable und shit. Je früher du die Fresse hältst, desto besser ist. Digga, Miguel, welche Kamera haben wir gerade? Die auf uns zeigt? Ja. Okay, lass die mal. Warum? Vor uns pisst gerade einer.
Und dann sein Schwanz draußen. Oh nein. Er massiert auch gerade seinen Schwanz. Jetzt hat er irgendwie massiert, ja. Jetzt sieht man den. Oh, ich hab ihn jetzt gar nicht gut, Digga. Er holt seinen Schwanz wieder raus. Schüttel ihn ab. Dominik sagt es doch nicht, Digga. Hackt ihn wieder ein. Oh mein fucking Gott. Geil, wir sind on the road, guys. Wo bekommt man Karten für die Edeltalk-Podcast-Tour? Runterscrollen in der Beschreibung oder auf edeltalk.ticket.io. Percocet, Molly Percocet. Was für einen Kuss geben? Mir ging's echt schlecht. In letzter Zeit, ihr macht das Ganze dann noch schlimmer. Kuss LG. Gar kein Ding, Digga, gar kein Ding. Holy shit. Okay. Hey Leute, wir sind da. Hey Süßies. Mittagessen. Hey meine Besties. Alright, jetzt werden meine gottlosen Haare frisiert, Freunde. Ich kann es nicht fassen. Okay, ey, baut ihr schon mal auf. Ich geh kurz scheißen, Mann. Okay. Du warst mehr scheißen, als du geredet hast. Du warst teilweise manchmal 30, 40 Minuten weg scheißen, Bro. Ich habe weniger geschissen, als Kevin gewichst hat. Touché. Da sind wir quitt. Kannst du nicht sagen. Da sind wir jetzt quitt. You shut me down, but I won't fall. I am the titanium. You shut me down, but I won't fall. I am titanium. Hey, stell dich vor, hier würde jetzt Hugo stehen und Schwangerschaft machen. Think about it, man. Think about it. Da würde er stehen und jetzt hier rumschreien. Kai, mach einfach nächstes Mal, wenn wir kurz offline sind, mach einfach irgendwie so eine alte Folge Schlag den Raab rein oder so. So ja. Auf so Copyright-Claim-Basis. So. Ripp das einfach. Was machen die das? Ich bin nicht vorbereitet. Mann. Dann können wir es live lassen. Haben wir gerade Nick Feeds gesehen oder was? Nee, Junge, nee, Mann. Alright, Chat, falls ihr gerade eingeschaltet habt. Wir schneiden mir jetzt Blitze in die Haare, weil ich gesagt habe, ab 20.000 Subs darf Dominik mir Blitze in die Seiten reinrasieren. Das machen wir jetzt. How to shave a flash in hair. Ey, guck mal hier, der hat das so, wie du es willst. Ich hätte aussehen wie der. Also so einen Blitz wirst du kriegen, ja? Ja. So einen Blitz wirst du kriegen. Ah, okay, wenn du es hinbekommst, dann könnte es echt cool aussehen. Also warte mal, wir machen... Ey, try mal for real so, dass es am Ende vielleicht sogar cool aussieht. Ja. Dass wir eine Possibility... Warum lachst du dabei, Bro? Nein, ich mach das. Warum mach sagst das. Du ja und lachst? Ich mach das, ich mach das. Mach mal for real so, dass es vielleicht cool aussieht. Ich mach das. Also Chad, wir gehen jetzt erstmal direkt auf eine 6er Länge rein, machen ein bisschen hier die Seiten und gucken einmal, wie es aussieht. Ey, wirklich, Marsch, das tut mir unfassbar leid, Mann. Ah. Bitte gib dir Mühe, Junge. Du siehst aus wie dieses Mammut. Digga. Okay, sieht super geil aus bis jetzt. Das ist die größte Lüge, die ich je gehört habe. Den Blitz haben wir auch. Sieht krass aus, ehrlich gesagt. Digga, du hast es nicht mal versucht, was ist das? Das ist ein Blitz, genau in dem Video. Genau wie in dem Video. Digga, was ist das? Bro, what the fuck, was ist da passiert? Da hast du dich bewegt. Digga, willst du sagen, auf der einen Seite sich aus wie ein Beyblade und auf der anderen sich aus wie ein Rasenmäher gefallen, Digga, was ist das? Oh mein Freunde, fucking Gott. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, lasst ein Like da beim YouTube-Video, ich hab mir Mühe gegeben, oder nicht? Was eine Scheiße, hast du nicht? Das ist halt einfach gelogen. Doch, ich hab mir krass Mühe gegeben. Okay, mach mir Blitz. Ich mach dir auch einen Blitz rein. Na, ja, aber? Aber? Wenn du behauptest, gib dir auch Mühe. Ja. Weil ich hab mir ehrlich Mühe gegeben. Okay, ist aber korrekt, das war's. Dann zeig mir, dass du's krass kannst. Okay, ich mach dir auch einen Blitz rein. Okay, fair. Mann, man. Jetzt zeig mir, wie krass du's kannst. Zeig's mir. Also machst du... Sag ehrlich, sieht tausendmal krass aus, als das, was Dominik mir gemacht hat. Chat flamed über rein. Viel besser als meins. Warum hast du mir ein M gemacht? Das ist kein M, Bro. Geil. Gib. Ey, aber no joke, ich finde das, was ich gemacht habe, finde ich stärker als bei dir. Ja, das ist Quatsch. Du hast den besseren Cut jetzt. 100%ig. Das ist Quatsch. 100%ig. Bro. The Great Hikers Club Trailblazer. Weiß ich, das ist halt diese ASOS-Marke, Mann. Was ist die Marke? Ist mir doch egal, was da draufsteht. Ich habe halt diesen flauschigen Pulli gesehen, den ich gekauft. Nein, der ist cool. Der ist doch cool. Ja, die schreiben halt immer irgendeine Scheiße drauf. Kennst du nicht? Der sieht fresh aus, Mann. Seit 7 Tagen wird mein Klamottenstil geflamed. Nein! Das geht mir langsam auch nicht Substanz. Der Pullover ist cool. Guck dir mal die Hose an. Ja, Bro. Als ob ich jetzt auf Edeltour hier so Anzughose anziehe. Oder ich Spaß noch. Nein, das ist kein Spaß. Jetzt scheißen. Du bist auf 180. Steige ein. Steige ein jetzt! Soll ich gucken, ob Marsha was geschrieben hat? Ja. Sie hat geschrieben, ich mach Schluss. Was ist das für eine Goofy-Ass-Frisur? Ha 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 ha. Und dann ein Totenkopf-Emoji.
würdet ihr vom Ding her sagen, das ist eine gute Nachricht. Oder eher nicht. Das Ding ist, du sahst mal aus wie eine Englischlehrerin. Okay, so sah ich aus, als ich mit Marshall zusammengekommen bin, ja? Die Frau kann mir gar nichts sagen. Oh! Alter, Digga, hier ist vor uns einfach nur Schnee. Also, wenn wir irgendwo abgestochen werden auf der Fahrt, dann hier. Sag ich euch so, wie es ist. Wir sind da. Ey, da ist eine Karte. Steht irgendwas, ich geh mal kurz raus. Und raus. Da steht, renn schnell, hier sind Mörder oder so. Okay, Freunde, ich darf euch unseren heutigen Schlafplatz präsentieren. Hier ist einfach meilenweit nichts. Aber hört euch den, pass auf, hört euch das an. Boah, Schuh ASMR. Okay, was steht hier auf dem Schild drauf? Vorsicht, Lebensgefahr, unsichere Eisdecke. Bro, da steht for real steht da drauf, Achtung, Lebensgefahr. Ich glaube, wir sind gerade auf einem See oder so. Kofferraum ist eingefroren. Wirklich? Von beiden Seiten. Kannst du den Gas schnell anmachen? Gas ist an. Digga, wie lange kann man brauchen, Alter? Junge, ist dein alter Rentnerverein hier oder was? Komm raus jetzt, Alter. Okay, was ist die Strattle, Bro? Also, das Schloss ist meines Erachtens nach eingefroren. Ich werde euch demonstrieren, was das Problem ist. Ja. Es geht nicht weiter so. Okay, okay. Andere Seite? Auch, gleiches. Okay, lass deine Strat versuchen. So, meine Strat ist es, den Schlüssel zu erwärmen. Ich weiß halt nicht, wie pockchamp das für die Versicherung ist, wenn wir jetzt hier so das Schloss machen mit so Feuerzeug. Ich glaube, das feiern die so semi. Ja, der Kofferraum geht nicht auf. Also, da geht faktisch nicht auf. Okay, also unsere Fenster sind zugefroren und unser Kofferraum ist zugefroren. Lass mal die andere Seite probieren. Oh, Dominik, du bist der Beste. Komm, zieh. Ja! Oh. Jetzt müssen wir noch drehen. Warte, hier aushalten. Ist das dumm, Alter. Check dir, wie ein Schloss von innen geht. Ja. Wir haben das jetzt auf die Seite geschoben, die Zylinder. Hab gelogen, keine Ahnung. Okay. Muss man das so drehen? Jungs! Nach rechts, glaube ich. Oh, let's go! Kofferraum! Wisst ihr, wo der Spiritus ist? Nee, und die Anzünder auch. Guck mal, da oben links! Dicker, ich muss einmal durch! Nein! Falls ich nicht zurückkomme, sag meiner Familie, dass ich sie geliebt habe. Okay. Okay, Jungs, ich hab den Spiritus. Ja? Okay. Ey, Jungs! Jungs, wacht auf! Oh! Du Bastard, Alter! Du kleiner. Chill mal, Retalk. Der wollte nur das holen, du Bastardbohrer, Digga. Unkorrekt. Okay, ich habe jetzt hier schon so ein Setup gemacht. Das nennt man ein fetisches Setup. Digga, das ist das most spooky Lagerfeuer ever. Das wird niemals funktionieren so. Lies in den Chat, ob das nicht ein gutes Setup ist. Wenn es jetzt nicht brennt, dann müssen wir abbrechen. Du hast übrigens sehr, sehr viel Spiritus drauf gemacht, ne? Also es ist richtig viel, es ist eine richtige Menge. Mach das. Okay. Halt mal. Jetzt auch okay, jetzt lass jetzt brennen schon. Lassen. Jetzt hoffe ich. Okay, jetzt mach ich rein, ja? Ja. Nein! Oh, du bist so. Nein, es ist schon auf dem Weg. Ist auf dem Weg schon ausgegangen. Ja. Okay. Let's go. Bro, warum denn da oben? Natürlich! Nice, perfekt. Das brennt! Das ist das finnische Setup, Jungs! Stell dir vor, ihr seid so ein LKW-Fahrer und ihr fahrt hier vorbei und ihr seht hier so einen Wohnwagen, einen Typ mit einer Kamera und zwei Atzen, die hier so versuchen, ein Lagerfeuer auf einer Schneedecke zu machen, Bro. Ey, wollt ihr Hugo FaceTime? Ey, Hugo, bist du stolz auf uns? Wir haben es geschafft. Ich bin stolz. Let's go. Ey. Digga, wir machen jetzt Marshmallows, Digga. Ja. Na ja, wir haben halt keine Ski, Bro. Also wir können Ski fahren, aber wir sind irgendwo nirgendwo. Oh ja, klar, safe auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber Hugo meinte, wir sollen uns als Skier Holzplatten an die Füße schnüren mit Panzertape. Hammer Call, Dog. Danke. Ich wünsche dir was, Bruder. Kuss. Ciao, Bro. Ciao, Brody. Ciao. Gönn dir. Das ist der erste für Hugo, Freunde. Dominik kriegt den. Jeder von uns ist einen für Hugo mit. Verbrennt man sich die Fresse? Das hier ist der erste. Und wie ist? Wow. Ja? Mhm. Geil. Okay. Das Grau muss weg. Schenk mir ein bisschen Glück. Wann kommt die Sonne? Kann es denn sein, dass mir gar nichts mehr gelingt? Verbrenn den Schnee. Holy Partner. Ja! Oh mein Gott, er hat's gesehen. Dieser Train-Atze da. Bro, wie cool.
Alright, der hier ist für mich, Freunde. Für Hugo, Bruder. Für Hugo. Hugo, wir lieben dich, Digga. Wir vermissen dich. Und der hier ist für dich, Digga. Ja, gut. Sehr düster. Ja, was ich sagen wollte. Ich zauber uns jetzt eine geile Nudel mit Tomatensauce, Freunde. Mit selbstgemachter Tomatensauce. Das ist die Wave jetzt. Das wird sehr geil. Das ist nicht meine beste Tomatensauce, die ich je gemacht habe. Die ist echt decent. Willst du probieren? Mhm. Ja, kann man essen, Digga. Oh mein Gott, jetzt weiß ich, warum man das umklappen kann. Mach den Spaten mal raus. Damit hältst du den Deckel fest. Ah. Wow! Digga, das ist ja übelst der geile Topf. Und jetzt kann ich das so abgießen. Digga, warum ist unser Nudelwasser braun? Bro, das sieht aus wie Scheiße. Warum ist unser Nudelwasser braun? Das sieht aus wie Scheiße, Junge. Digga, diese Scheiße sind so gut, wie das ist die Portion, die jeder bekommt. Mehr Platz haben wir nicht in der Schale. Digga, meine Gabel ist mir gerade einfach in den Müll, also auf den Boden gefallen, in den Dreck. Es ist mir einfach an dem Punkt einfach so scheißegal. Es ist scheißegal alles. Ey, Freunde, guten Appetit, Mann. Kleiner Taste-Test. Mich scheppert's ja komplett weg gerade. Es ist 2 Uhr nachts, Mann. Was? Wir sind seit 11 Stunden. Ich dachte, es wäre 23 Uhr oder so. Tag 8 mit Dominik und Kevin. Und Miguel. Oh! Happy New Year! Frohes Neues! Herzlich willkommen im fucking Schneeparadies hier in Norwegen. Alter, zieht's euch rein, wo wir uns befinden, Freunde. Gestern Abend hat man gefühlt gar nichts gesehen. Schaut mal, hier ist gestern alles leer noch gewesen. Jetzt auf einmal hier tausende Leute. Dominik, du bist eine Geilheit. Ich bin eine geile Sau. Unsere Treppe war heute Morgen auch eingefroren, aber inzwischen ist sie zum Leben erwacht. Guck mal, der Typ hier, der mit dem Ski gerade ankommt, der sieht aus, als hätte er so eine Lieferando-Box hinten auf dem Rücken. Der vorne hat einer bestellt hier. Ein Tag später kommt das Essen an, tiefgefroren, Digga. Hey, Kevin, mach bitte nicht zu langsam, wir müssen alle pissen und scheißen. Okay? Sorry, ich meine. Also mach einen quicken Shavy, okay? Ja. Willst du mich rasieren? Ja, übel gern. War das ein Joke oder willst du? Ja. Okay, mach du mir mal einen Bart, der geil aussieht. Also ein Hugenottenbart. Okay. Ey, wisst ihr jetzt? Oh, die Kamera ging auf. Zieh mal meine Socke aus. Zieh. Okay, kommt ran, wir machen ein Selfie. Digga, dieser Zeh ist wirklich bodenlos. Oh, jetzt können wir ein Video machen. Hallo Mama, uns geht's gut hier im Wohnmobil. Hallo. Hallo. Ey, du musst es hier gar nicht machen. Ach so, okay. Das möchte ich dir lassen. Aber hier die Seiten noch, hier oben. Ey, bitte, du darfst mich nicht schneiden, ne? Ich schneide dich nicht. Wie ist so dein Geschmack? Magst du immer gerne mit dem Strich oder gegen den Strich rasiert werden? Also wenn die gegen heißt so? Ja, ja, ach so, ja, ja, gegen. Das ist komisch, wenn man selbst nicht spürt. Ist doch so ein Fetisch eigentlich, ne? Das ist ein Fetisch? Ich glaube schon, ja. Es gibt auch manchmal so Videos von Pornhub, wo irgendwie so eine oder so rasiert wird. Boah, also du siehst irgendwie auf Pornhub so ganz komische Videos irgendwie, Mann. Ja, Mann, als ob du das auch noch nie gesehen hast, Bro. Das na, also for real, glaub nicht. Ja, noch nicht auch nicht. Warum hält doch mir nicht den Rasierer wie ein Stift? Das hab ich gedacht. Ist so, Digga. Ja. Ja, wieso sollst du halten so? Soll ich so halten, Digga? Einfach Füller, Digga. Nee, ich hab das fucking Gefühl, Mann. Ich bin Barber. Was machst du mir gerade? Sieht es schon gut aus? Ich mach dir was ich nennt, den Jean-Pierre Baptiste. Okay? Okay. Ey, Bruder, hast du unfassbar Bock? Für was? Meine Augenbrauen zu zupfen? Ja. Geil. Das wird halt da Chaos. Da ist eine Pinzette drin, schau mal. Dann wasche ich kurz mein Gesicht, dann machen wir... Okay, also Leute, Bart ist schon mal fertig. Sieht Baba aus. Sag ehrlich, hot. Sag ehrlich, Bruder, Fußballer. Kann man machen. Ist okay, wir sind ja auch... Wie viel willst du weghaben? Nur diese Bernhard-Sachen hier. Bernhard? Catch überhaupt Haare, Bro? Ja, wir haben schon 5 oder 6 weg. Oh, grauenhaft, gib mal her. Hä? Digga, Marsha klaut mich immer dafür, dass ich auch auf der Nasenspitze vorne Haare hab. Ja, Mann, und das ist ein Pattern, das zieht sich durch mein Leben. Ah, on the road again. Heute bei Tag, Leute, im Schneegebiet. Boah, krank, Digga. Digga, Leute schreiben falsche Richtung. Was ist die falsche Richtung? Das ist die richtige. Oh, ist echt die falsche Richtung. Hä, wir kamen doch von hinten, oder? Hätte ich auch gesagt. Ja. Wir parken jetzt auf der rechten Seite. Wir müssen auf jeden Fall zurück. Der erste war rechts, oder? Der zweite war links. Oh, scheiße. Oh, mein. Was ist denn jetzt? Ey, was ist für ein Goofy? Was ist denn jetzt los? Oh, er lässt uns vor, oder? Mach mal Schaufel hoch. Ich will mal sehen, wie der so das Zeug da so wegspritzt. So, Tankstelle ist da. Sieht auch aus, als hätten die ein Klo. Tanken wir auch oder scheißen wir? Wir müssen auf jeden Fall tanken. Skandinavien. Da kam gerade so ein Typ, meinte, ob wir dich geil durchfahren. Ich sag so, ja. Also ist der Bre hier im Blauen. Und dann sagt er, ja, sein Auto steht da, ob wir ihn mitnehmen können. Habe ich gesagt, ja, vom Ding her, ja, wir streamen halt. Er meinte, ja, super, kein Problem. Und wir nehmen den jetzt mit nach Geilo. Und der sitzt dann hinter Miguel, also es ist bei Miguel dann gleich. Ja, okay. I can take the train. Okay. Okay, but it's no problem. It's no problem. You can join. We can take you, no problem. Schade. Okay, leider doch nicht. Schade. Wir wollen draußen kochen und wir müssen noch einmal kurz den Supermarkt hitten. Sehr wichtig. Ist das ein Supermarkt? Das ist echt ein Supermarkt. Dann renne ich schnell rein. Kevin hat was und er rennt. Ich hab alles bekommen. Wir können heute kochen. Alter. Wow!
Wow! Der war so Level 5. Bro, Digga! Alter, Dominik, so krass out of Content sind wir jetzt auch noch nicht, Digga. Ja, okay, okay. Holy shit. Ich sehe schon wieder, wie einer Clip davon macht und schreibt, ich finde, der Dominik ist so unverantwortlich. Das 40er-Schild hatte schon seinen Sinn. Nee, nee, Dominik ist genau 40 gefahren, Bro. Ich bin 40 gefahren. Das war nur so Ding. Wir sind abgehoben, wie geil. Das hat so Bock gemacht. Oh. Es hört sich auch schon an, als wäre die Tür die ganze Zeit offen oder so, ne? Digga, no joke, es würde mich auch an dem Punkt nicht mehr wundern, wenn wir einfach so ankommen bei diesem Verleih und es fehlt so eine Tür oder so, Bro. Kann Ries mal einen Donut machen mit dem Mobi? Ah, wir könnten echt mal versuchen. Das, Bro, das ist impossible, Digga. Achtung. Gut durchkommt, Digga. Bro, Dominik, bin ich schon wieder halb um. Na, das war nicht mein Fehler. Die Tür ist auf. Welche Tür ist auf? Die Seitentür ist auf? Bro, nein, 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 nein. Ey, meine Boxershorts lag hier an der Seite. Die ist weg. Bro. Ist das dumm. Digga, jetzt ich kann nicht einfach, mehr. Jetzt ist einfach das Ding aufgegangen und wir sind die ganze Zeit damit gefahren, Bro. Ich kann nicht mehr. Ich pack's nicht mehr, wirklich. Kennen wir das hingefetzt? Haben wir das auf Kamera? Bro, ist das dumm, Alter. Ja. Ich habe auch das Gefühl, wir kommen hier nie wieder raus, ne? Wir sollten hier nicht weiterfahren, als bis zu den Grünen. Dann sparen wir, glaube ich, auch ein bisschen Akku, oder? Nein, nein. Hast du die Zähne gefunden? Gib jetzt her, die Nüsse, Digga. Das wäre irgendwie komisch, wenn du das so abfrisst wie so eine Kuh. Mit der flachen Hand sauber machen, gell? Dann beißen die nicht. Gib mir die Nüsse, Digga. Oh, oh, Frontkamera und langsam fahren. Was ist das? Was ist das für ein Tier, Bro? Lama? Sag Grüße von uns allen. Oh, hier stinkt's, war. Hallo. I. Wie geht's euch? Oh, scheiße, der macht mir Angst, Mann. Der macht mir richtig Angst, Digga. Hier riecht's nach Kot. Ich glaube, nee, glaub, das ist die Karre, Digga. Boah, hier drin riecht's ja richtig. Digga, was ist das für ein Geruch? Checkst du? Ich glaube, das ist der kacke Geruch warm gemacht vom Lüftung. Bro, das riecht gar nicht gut. Boah, Alter, schaffen wir das? Vom Winkel her? Kein Problem. Bro, wir kommen hier on God nie wieder hoch. Das Ding wenn ist, dann hier links runterfahren, bin ich ja, wenn wir da links runterfahren, ist ciao. Oh nein. Ja, aber ich will nicht hier um die Ecke, weil da kacke ich glaube ab. Ich fahre nochmal den Weg zurück, den wir gekommen sind. Bro, das wird so disgusting sein. Schneeketten, also, schau, das ist das Ding da hinten. Mach barfuß. Wir haben keine Schneeketten, wir haben auch keine Winterreifen. Hammer. Komm, Bruder, zieh. Schön. Dranbleiben. Du machst es gut, Bruder. Come on. Oh, fuck, Alter, das war's. Ja. Oh! Hat sich ja besser angespielt. Bro, wir fahren rückwärts. Bro, das klappt ja insane. Du bist der Beste, Junge, du bist der Allerbeste. Holy shit, Bro. Okay, jetzt nur noch da hoch, dann haben wir's. Okay. Jetzt. Oh nein. No fucking way. Das muss man jetzt ganz sachte angehen. Hier. Ich glaube ja. Ey, vielleicht muss ich den Rest auch noch rückwärts fahren irgendwie. Ja. Oh! Shit! Ich glaube, jetzt ist Game Over. Oh mein fucking Gott. Ich gehe kurz raus. Ach scheiße, wir sind gefickt, Jungs. Also, wir stehen vom Ding halt in diesem Schneeberg drin. Okay, den bauen wir gleich wieder ein. Der ist noch nicht abgefahren, der steckt immer noch fest. Wir müssen kurz wegschaufeln mit dem Topf oder so. Ey, Bruder, wir sind gefickt, Alter. Fuck, das ist tief, ja. Ja, keine Ahnung, schieb einfach mal vorne. Ich weiß nicht, ob das so eine geile Strat ist, aber lass tryen. Bro, ich glaube, das bringt nichts, Digga. Ey, was ist das für ein Parkplatz, Junge? Das gibt's doch auf keinem Dampfschiff, Alter. Ey, Bro, chill. Die Leute schreiben Fußmatte drunter. Bro. Ja, nimm die raus. Oh mein Gott, das ist ja ein insaner Call. Der hier dreht komplett durch, you know? Ja. Und ich würde jetzt den so reinwerfen, so. Und dann würde ich sagen, müsstest du Grip bekommen. Noch nicht fahren. Ich fahr nicht. Okay, try mal, Bro. Wenn das klappt, sind wir Legenden, Alter. Nein! Unsere Fußmatte liegt unter Mobil jetzt. Oh mein Gott. Nimm mein Holz. Ich glaube, es gibt keinen Weg außer rückwärts. Sollen wir es tryen? Ich versuchen, ob ich Grip und drüber rutsche. Ich meine, to be honest, mehr als dass es schief gehen kann, kann ja nicht passieren, oder? Kann nicht passieren, ja. Stopp. Das bringt überhaupt nichts. Ich glaube, wir schaffen es vorne nicht runter. Und hier rückwärts runter. Oh mein fucking Gott, wir stecken zum zweiten Mal fest. Rückwärts Digga. Runter blockiert uns gerade. Ja, okay, lass das tryen und nicht. Das heißt, das müssen wir irgendwie frei bekommen. Okay, warte mal. Also, passt auf. Wir müssten nur den Schnee wegbekommen und am rechten Rad. Klingt wir könnten es mit Wasser einfach machen. Ja. Let's go. Ey, wisst ihr, was dumm ist?
Ich habe vorhin, als ich im Supermarkt, Supermarkt war, drüber nachgedacht, ob ich eine Schaufel so aus Gag mitnehme. Oh nein! Ich dachte so, ey, ich überrasche die Jungs mit einer Schaufel. Oh nein! Digga, stell dich vor, ich hätte eine mitgenommen. Oh Mann. Ich stand da, da gab es richtig geile große Schaufeln. Ich dachte so, oben geht's, wäre so witzig. Ey, wollen wir bevor einer plant, bei dieser Nummer da drüben anrufen? Ja. Ja, oder? Komm. Komm, bitte geh ran. Hallo, liebe O2-Kunde, Sie haben für den Maximaltrag von 59 Euro Datenroaming erreicht. 2142 Euro pro Gigabyte. Steht da? Nein. Doch? Doch, stimmt. Ah, nee, das ist 2 Komma. Naja, stimmt, oh mein Gott. Soll Tim einen Abschleppdienst holen? Oh, der Campingplatz ruft zurück. Hello. Wieso habt ihr? We are stuck at your camping place. We thought it was like a public a parking spot, but now we are stuck. Is there a possibility to like come out of here? Like, is there a person with a tractor nearby or something? Thank you very much. Ja. Bye bye. Okay. Boah, die konnte noch schlechter Englisch, als ich es konnte. Da unten sind wir. Und hier ist jetzt ein Haus. Ich frage mal, ob die uns helfen können. Okay. Do you speak English? No, ich gehe da. No. Problem. Abschleppen? Ja. Traktor? Ja. Geht? Ja. Also er war ready, uns rauszuziehen, aber unser Wohnmobil, unser Goofmobil, hat keinen Abschlepphaken. Wo? Das Gewinde sollte hinter einer Plastikabdeckung in der Frontstoßstange sein. Ah! Hier! Ja! Okay. Dominik hat's! Okay. Wir brauchen den Haken. Hey Jungs, ich hab vielleicht was. Was ist das? Oh, das sieht gut aus! Jungs! Ich hab's! Wir haben's! Ich hab's! We got it! Oh mein Gott! We just found it! We got some friends online who helped us. Schlag it in. Ja! Geil! Okay, wir sind noch nicht durch. Oh mein Gott, geil. Er soll uns ganz hochziehen, Digga. Ja, wir schaffen es gerade alleine, aber er hängt uns noch so vorne dran. Digga, was für Ehrenleute. Thank you really, very much. Okay. Can we give you guys like money, cash? No, please take it. Digga, let's go, Rizwan. Oh mein Gott, let's go. Also das werde ich meinen fucking Urenkeln erzählen. Alter. Ey, ich habe glaube wieder eine Psychose, aber kamen wir von hier oder von hier? Das ist auch ein Mädel. Okay, hier ist Achtung Elch in 100 Metern. Ich glaube, wir werden spooked out, wenn die hier langlaufen, weil die riesig sind, you know? Ja, wenn der ausrast, auf dein Auto drauf rennt, bist du tot. Was machen wir, wenn der auf uns zuläuft? Gas geben. No joke, ich kann nicht nach hinten, dem bleiben wir auch Quatsch, dann gehen wir in Angriff. Ey, es gibt so einen Arzt auf Twitter, der heißt Excellent Alex. Und der hat so geile 3D-Animationen gemacht zur Edeltour, Mann. Habt ihr die gesehen? Das ist die Frau vom Campingplatz. Ah, das ist Alex, der unser TikTok gestaltet. Das ist derselbe Alex. Die Arschstück und Quote. Guck mal, das ist der Moment, als wir Hugo abgegeben haben. Boah, Digga, das muss ich auch kurz zeigen. Junge, das ist so cool. Das ist der gestrige Tag gewesen. Henry hat das gemacht. Wir sind schon da. Oh, wir sind da. Wir sind da und unser Campingplatz hat einen richtigen Laden am Eingang mit so einem Restaurant. Oh mein Gott. Das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht haben die hier nicht voll gekackte Duschen. Warum fährst du einfach hier lang, Bruder? Ich fährst komplett falsch gerade. Ich weiß doch auch nicht. Sag mir doch was. Soll ich immer alles wissen, Digga? Keine Ahnung. Nein, aber chill doch kurz. Chill doch kurz. Ihr habt die ganze Zeit zu gucken. Ihr sitzt nur da mit fetter Arsch. So, Kopf, dies, das. Fortnite. Alrighty, dann wird's jetzt köstlich. Wir haben Kühlschränke im Office und auch die Pulver. Kann man sich nehmen, so viel man möchte. So, aber ich bin mal raus, noch eine Runde zocken. Guten Hunger euch. Ist das frech. Imagine, Bro, unser Partner Green Force musste gerade 5 Euro donaten, damit wir den lesen. Aber warte ganz kurz. Imagine, der Partner schreibt, er geht jetzt zocken. Das ist auch wild. Willst du eine Wiener Wurst? Wir probieren diese Green Force Wiener Wurst. Wollen wir den Ketchup dippen, Dicker? Da würde ich mich persönlich sehen. Die sind übelst geil, Digga. Wollt ihr? Boah. Aha. Die kommen übelst böse. Die kommen schon sehr, sehr close an so eine echte Wurst. Ja, finde ich auch. Aber ich würde sagen, Geschmack an eine Wiener, an eine Seidewurst, wie man im Schwäbisch sagt, das Seidewurst, 94-95%. Ja. Konsistenz 90%. Ja. Also extrem krass. Richtig geil, Digga. Verkostung. Ach so, ja, bist du schon fertig? Ja, halt die Würstle halt. Aber wir haben kein Ketchi. Klar haben wir. Lecker. Okay, komm. Digga, und rein ins Maul. Boah, gegrillt sind die 10 mal geiler, Junge. Holy shit. Bro. Das muss man grillen. Ultra geil gegrillt. Aber das ist für mich eine 10 aus 10. Haben wir noch mehr von diesen Dingern? Ladies and gentlemen, I present to you tonight the Green Force Chevalier. Hey! Golden brown crust. Delicious for the whole family. Der sieht auf dem Grill ja nochmal kranker. Probier mal einen. Denkst du, ich hab noch nicht probiert? Boah, sind wir schon, ist schon fast fertig. Ja, oder? Ja. Vergiss nicht, ich hab immer was fertig gemacht hier, gell? Wow, noch ein paar Buletten noch. Ey, ganz ehrlich, die können wir einfach auch mit reintun. Ich glaube, Italiener wird uns gerade hassen, wenn wir das hier gerade machen.
Die Nudeln komplett überkocht. Digga, Ruhe bitte. Digga, geil. Boah. Gönnt euch Greenforce, Ausrufezeichen Greenforce oder einfach auf Greenforce Website gehen, Freunde. Code Edel, könnt ihr 25% sparen. Richtig geile Produkte, Digga. Die gehen übelst schnell, Mann. Schmecken wirklich unfassbar geil. Und, wenn ihr was kocht, Freunde, dann macht Hashtag Edelforce, postet ein Bild davon auf Twitter. Dann könnt ihr einen Jahresvorrat gewinnen. Übelst geil, Digga. Danke, Jungs. Boah, das riecht so geil hier drin, Alter. Digga, das bin ich, Alter. Oh, fuck. Ich fress auch die ganze Zeit vom Grill schon weg. Hier kam locker nur die Hälfte an bei euch. Oh, geil, Bruder. Alter, Knoblauch vergeht auch ehrenlos. Kein Plan, wie gut das gekommen auf diesem Grill, wie geil ich das hinbekommen habe, so, aber ich glaube, es ist ganz gut geworden. Oh. Okay, Leute, seid ihr fucking ready für eine Watch-Party, Alter? Ey, wir haben Sub-Record. What the fuck, Bro? Haben wir es? Ist es passiert? Happy Birthday to you! Happy Birthday, hey, hey. Kevin! Und Rätsel hat 1337 Subs gerade. Oh, shit, Bro! Oh, Happy Birthday to you! Sub-Record! Jungs, ihr seid geil, ihr seid geil, du bist geil, du bist geil. Chat, ihr seid geil. Geilheit. Wir trinken auf Papa das Geld. Zum Wohle. Ich hasse euch alle so sehr. Alter Miguel, wirklich. Kranker Take. Ist es meine? Nee, ne? Ja. Das ist die Hugo-Decke. Nee, das ist die Hugo-Decke. Oh, hell nah, oh, hell nah. Jetzt hab ich Hugo. Oh, hell nah, oh, hell nah, oh, hell. Erstmal desinfizieren. Okay, es startet, es startet, es startet. Okay, es geht los, let's get it. Ich glaube, meine Ohren sind kaputt, ne? Du hörst nichts? Es ist so, als wäre es auf 10% Lautstärke bei mir. Oh Gott. Lass mal tauschen. Ich hab nicht geguckt, was hab ich verpasst? Hat sie jetzt geträumt oder nicht? Digga, ich hab grad beim Android-Handy den Superspar-Modus reingemacht und jetzt ist mein Bildschirm schwarz-weiß. LOL! Digga, was? Digga, was gucken wir hier, Jungs? Steht da gleich der Typ, Achtung, 3, 2, 1. Perfekt, ich hab mega Angst. Zwei Stunden später kannst du mir was zu trinken holen. Die Mitbewohnerin arbeitet im Krankenhaus, hat ihr den Kuchen geschenkt und die Maske wurde im Krankenhaus gefunden. Ja, manche. Digga, wir sind zu smart für die Welt, Mann. Dieser Scheißfilm, easy. Wer hatte einen Klingelton, der an seinem Geburtstag anders ist? Ja, ey, der Film war so scheiße. Man hätte es in den ersten 5 Minuten schon ahnen können, eigentlich, dass das nichts mehr wird. Auch. Aber ich würde sagen, wir haben die Tradition halt fortgesetzt. Das ist ja schon mal ganz korrekt auf jeden Fall. Ich hatte sehr viel Spaß, ich hoffe, ihr auch. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Miguel hatte anscheinend gar keinen Spaß, der hat sich schon ins Bett gelegt. Okay. In dem Sinne, Freunde, wir wünschen euch einen wundervollen Abend. Macht's Danke gut. fürs Einschalten. In dem Sinne, Freunde, bleibt sauber und bis morgen. Macht's gut. Ciao.